Headshot beim Selfie-Knipsen. Dieser tödlichen Gefahr entkommt ein Ladenbesitzer in China gerade so. Der Mann will ein Selfie vor seinem Geschäft machen. Da wird er von einem Knall aufgeschreckt. Keine Sekunde zu früh. Der Geschäftsmann kommt mit dem Schrecken davon. Fahrer und Beifahrer des Lasters werden eingeklemmt und können erst nach einer halben Stunde aus dem Wrack befreit werden. Sie kommen mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, meldet die Polizei. Offenbar war der Lastwagen vorher mit einem Taxi zusammengestoßen. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist und wer die Schuld trägt, wird noch ermittelt. Der Ladenbesitzer kann nun definitiv zweimal im Jahr ein Geburtstagsselfie machen.